Yo Leute und willkommen zu einer kleinen weiteren Runde FIFA Ultimate Team. Ich habe ein neues Team gebaut, hier mit vier Brasilianern drin. Diego, Marlos, Tyson und Bernard, alle drei von Shak... Donstag auf jeden Fall. Oder Shakhtar. Ich weiß nicht, wie genau das ausgesprochen wird. Hier dann Diego von Fenerbahce. Hier ein bisschen Fenerbahce in also die ganzen Ecken sind links und rechts, ist eigentlich Fenerbahce einfach nur. Und in der Innenverteidigung dann Besistag, in einer halt Franco, Chechu und hier Kivrak von drei unterschiedlichen Vereinen, also ja. Das Team habe ich so mal gesehen gehabt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, deswegen wollte ich das jetzt mal testen. So, und da ist auch schon unser Gegner, 65 Chemie. Ist jetzt nicht so gut. Der Torhüter hat auch wieder mal keinen einzigen Link. Aber gerade die Torhüter halten ja irgendwie alles. Und Remy ist, ich glaube, links, das ist Remy. Also sehr viel Pace. Mal gucken, wie es wird. Oh, nee, Alter, nee. Oh, wie der hier durchpaced. Oh, Schneiderlin hat er auch noch. Oh ja, Marlos, komm. Okay, das muss jetzt klappen. Alter, jawohl, 1-0. Ey, hätte Marlos jetzt das Tor nicht getroffen. Also ich meine, hier der Torhüter hat mich ja noch hier so ein bisschen getroffen. Könnte ich noch drüber springen. Und hätte dann Marlos nicht getroffen, das wäre mies gewesen. Ey. Das kann doch nicht angehen, Alter. Hat der nur Pace? Also, so wie der durchgepaced ist, kam mir das so vor. Kommt schon, Tyson. Ach man, verdammt. Ja, Leute, zur Halbzeit 1-1. Nach einem Tor von mir und dem direkten Ausgleich von meinem Gegner, der... ja, da einfach einmal durchgelaufen ist und auf einmal war er durch. Also ich weiß nicht, was sein Spieler hier für eine starke, also wie schnell der ist, aber okay, der muss sehr schnell sein eigentlich. Egal, mal gucken, wie es in der zweiten Hälfte wird. Oh ja, komm, Marlos. Marlos, komm. Alter, das gibt's doch nicht. Da lässt sich mein Spieler legen, ey, anstatt dass er den Ball reinschießt. Jawohl, Diego. Auf Diego ist immer Verlass. Der trifft immer. Alter! Ey, das ist ja nicht deren Ernst. Okay, Bernard, 3-2, so muss das sein, direkt wieder drauf und nächstes Tor. Oh, komm, Bernard. Alter, dann steht er da mit links spielt, nein, mit rechts, direkt auf den Torhüter drauf. Egal, wieder eine Ecke, mal gucken, was die jetzt bringt. Okay, noch eine Ecke, geil. Lassen Diego die mal machen. Der bringt die auf jeden Fall weiter nach links rein, ist mir jetzt aufgefallen. Also weiter außerhalb des Strafraumes und jetzt... Oh. Ich dachte jetzt schon, steht's 3-2. Oh nee, jetzt ist Remy schon wieder durch. Oder fast durch. Jetzt ist er durch. Und war ja klar, wenn Remy einmal durch ist mit 90 Pace. Aber zum Glück haben wir auch einen, der 90 Pace hat, Bernard.
Der ist dafür so klein. Oh, das war wieder so klar. In der kurz vorm Ende kommt dann noch das Siegtor für meinen Gegner. Und jetzt darf ich hier noch versuchen auszugleichen irgendwie. Oh. Alter. Diego, warum? Okay, komm Diego. Die machst du und dann... Verdammt. Ja, Leute. Das war's. Wir haben meiner Meinung nach echt zu Unrecht verloren. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, er hat nicht gut gespielt. Er ist mit Remy und bei D dreimal durchgelaufen. Ich meine, hier, ja, ich meine, das von mir, das war ein Konter. Als ich da durchgelaufen bin, da hat er einen Freistoß gehabt, hat den Ball fast weggepasst. Aber hier, er läuft einfach durch, dreht sich einmal um und schießt. Ja, das ist für mich irgendwie... Ich kopiere mal die gegnerische Mannschaft. Damit habe ich auch einen Erfolg. Und guck mir jetzt mal eben an. Ja, wir haben 1400 neue Münzen. Und ich guck mir jetzt mal eben an, wie viele... Also, wie viel Pace bei J hat, oder wie der heißt. So, Mannschaften, Dream Squads. Das ist auf keinen Fall ein Dream Squad für mich, aber... Der hat auch 82 Tempo, 90 Tempo, 86. Ja, also sehr viel auch halt auf Pace einfach draufgehauen gehabt. Und sowas finde ich echt, keine Ahnung. Sowas gefällt mir irgendwie nicht. Also, ja. Mannschaft löschen. Ja. Aber egal. Ich denke mal, nach 4 Spielen werden wir auf jeden Fall hier in der Liga 9 verbleiben oder gerade so. Ich meine, 10 Punkte sind zwar jetzt nicht viel, beziehungsweise 13 Punkte auch nicht. Das sind jetzt für uns 3 Siege. Aber in 6 Spielen 3 Siege, könnte ein bisschen problematisch werden. Ich hoffe einfach mal, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.